Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen! Heute ist der 24.12. und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, ich mache mal ein spezielles Video. Sagen wir mal ein Ich packe mein eigenes Geschenk Video aus. Sagt man das so? Ich weiß nicht genau. Nebenbei hört ihr vielleicht so ein bisschen das Rauschen meines PCs, weil der ist hier gerade noch voll im Rendern. Ich will euch gar nicht zeigen, wie das hier gerade aussieht, denn hier meine Arbeitsfläche ist meistens immer vollgestellt mit sonstigen Sachen. Meistens, um es mal kurz zu zeigen, bin ich hier mit meinem großen Kaffeebecher unterwegs, damit ich schön wach bin und immer putsch. Aufgeputscht und putschmunter. Und nebenbei habe ich hier extra für euch mal ein bisschen vorbereitet. Meine kleine Figurensammlung. Natürlich ist die ein bisschen größer. Und ich darf mich jetzt natürlich auch als stolzen Besitzer anerkennen von Assassin's Creed Syndicate. Aber dazu gleich etwas mehr. Erstmal wollen wir dieses coole Paket aufmachen. Denn das ist sozusagen erstmal nicht nur für mich selbst, sondern auch für euch interessant. Ja, da hinten sieht man, da sollte eine Heizung hängen. Tut's aber immer noch nicht. Das kommt aber auch noch nächstes Jahr. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich hier schon erkennen, kommt von Hermes und von Mind Factory. Und die meisten Leute, die Mind Factory kennen, wenn sie nicht kennen, mache ich hier gar keine Schleichwerbung dafür. Ich habe zumindest bei Mind Factory bestellt. Wissen dann jetzt, was da wahrscheinlich drin sein wird, wenn ich jetzt schon sage, ich habe jetzt Assassin's Creed Syndicate. Ich kriege ein Paket von Mind Factory. Was könnte das wohl bedeuten? Ja, liebe Leute, was könnte das wohl bedeuten? Ich merke, meine Schere ist ganz schön stumpf. Okay, jetzt ist es offen. Cool, jetzt muss ich das nur mal aufschneiden. Ich dachte mir eben gerade, warum schneide ich eigentlich mit links? Weil ich mit rechts filme, weil ich ein Rechtshänder bin. Guckt euch doch einfach mal kurz meine Figuren nachher an. So. Und ich schneide das mal ganz kurz auf. So, ja, komm schon, du schaffst das. Ja. Das ist übrigens gerade mal, sagen wir mal, eine Art Vlog, kann man das so nennen? Ich muss mal hier ganz kurz was drunter stellen, damit die Kamera hier oben bleibt. So, sehr schön. Jetzt könnt ihr euch das angucken und ich kann beide Hände hier benutzen. So. Jawohl. Und falls ihr euch gerade gewundert habt, wieso klebt da eigentlich so ein Zettel oder so ein Klebestreifen auf dem Absender. Das liegt ganz klar daran, dass ich meine eigene Adresse da gerade etwas verdeckt habe. Und jetzt haben wir das Paket offen. Ich kram hier schon mal alles raus, damit ihr gleich miterleben könnt, was hier Tolles ist. Sehr viel Polsterfolie. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Man sieht noch nichts. Die Spannung bleibt offen. Die Spannung. Jetzt sehen es die einigen schon. Jetzt ist es raus. Ich bin ein stolzer Besitzer. Endlich. Natürlich hier noch ein bisschen Schleichwerbung. Probier mich. Was ist noch so Schleichwerbung? 100 Euro. 10 Euro Gutschein. Bei Zalando. Ja, werde ich nicht bestellen. Auf jeden Fall guckt euch das an. Ich bin ein stolzer Besitzer einer Nvidia GeForce GTX 970. Da könnt ihr euch auf einiges nächstes Jahr freuen, denn sie wird garantiert zum Einsatz kommen. Sie wird sofort eingebaut und dann ab nächstes Jahr in Benutzung kommen. Mal schauen, was sie damit alles erreichen können. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin super, super stolz darauf, dass ich das geschafft habe, mir zu leisten. Und ja, ich würde sagen, das ist wohl das beste Geschenk überhaupt, was man sich selbst machen kann. Besonders als Gamer, wenn man interessiert ist an Games. Aber ich weiß nicht. Zumindest computertechnisch ist das einfach das Beste. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das Motiv ist einfach mal auch richtig geil, richtig cool. Ich werde die jetzt nicht weiter auspacken. Hier seht ihr sie so ein bisschen. Aber wenn ich sie auspacke, werde ich sie auch gleich anschließen. Von daher, das war's erstmal. Übrigens, nebenbei bemerkt, am 24.12. habe ich auch Geburtstag. Also schreibt schön in die Kommentare, Happy Birthday! Ja, das wäre sehr nett von euch, aber das müsst ihr natürlich nicht. Das ist so ein kleiner Fun-Fact. Ich würde sagen, das war's jetzt. Und wenn das mal nicht episch ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin sehr, sehr stolz und geil! Ihr könnt euch da auf einiges freuen. Das war's, ich würde sagen, und wir sind raus!